In diesem Video lernen Sie, wie Theodor Walloff die Aufgaben und Funktionen der Lehrenden begreift. Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Konzepte, die Walloff mit den Lehrenden verbindet, und werden so auch in die Grundbegriffe seiner skeptischen Didaktik eingeführt. Theodor Walloff leitet den Begriff des Lehrenden vom griechischen kategeomai ab. Kategetes ist dann der Lehrer, der hinsichtlich des Wissens und des Denkens den Weg weisen, anleiten und einführen soll. Daher begreift Walloff auch die gesamte Didaktik als Kategetik, welche die Aufgabe hat, Sinn, Ursprung und Begründung des Unterrichts zu erforschen und zu bedenken. Die nähere Definition des Lehrenden nach Walloff begreift ihn als Mittler sachlicher Einsicht um der Wahrheit willen. Didaktisch geht es mithin darum, seitens des Lehrenden bei den Lernenden ein Wahrheitsbewusstsein hervorzurufen. Er soll die Lernenden durch Sprache, Mitteilung und Nachdenken ins Denken hineinziehen. Die Schülerinnen sollen zu einer Auseinandersetzung mit der Wahrheit gebracht und zum Weiterdenken angeregt werden. Darin zeigt sich auch die politische Dimension des Berufs der Lehrerinnen und Lehrer, der zufolge sich die Lehrerinnen und Lehrer nicht einfach als Staatsbedienstete verstehen können. Es geht vielmehr darum, Vernunft und Wahrheitsbewusstsein hervorzurufen. Walloff dazu wörtlich: Der Logos mehrt sich selbst durch Sprache, Mitteilung, Nachdenken, Weiterdenken. Der Lehrende muss sich allerdings selbst gegenüber der Wahrheit zurücknehmen und sie nicht als Absolutes darstellen. Dies geschieht nach Walloff auf zweifache Weise, denn erstens demonstriert der Lehrende im Weisen, Zeigen und Erschließen verschiedene Sachverhalte, und zweitens soll er im Rahmen einer kategischen Noese, also durch einen eigenständigen didaktischen Denkakt, das Nachdenken und Durchdenken bei den Lernenden befördern. Diese Anregung zum Weiterdenken findet sich bei Walloff vor allem in den Formen des Vortrags und des Gesprächs. Dabei ist vor allem das dialogische Verhältnis von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern von besonderer Bedeutung. Walloff betont hier, dass auch die modernen Kommunikationswissenschaften von einer derartigen Interaktion ausgehen. Erziehung und Lernen sollen dabei eine dauerhafte, wünschenswerte Verhaltensmodifikation, eine Änderung der Disposition der Schülerinnen und Schüler bewirken. Eine derartige Interaktion schließt also nach Walloff immer Kommunikation als symbolisch vermittelte Verständigung ein. Dabei ist es für den Lehrer unabdingbar, an der Geschichtlichkeit des Denkens mit all seinen Antinomien und Aporien teilzunehmen, um es seinen Schülerinnen und Schülern zu erschließen. Er soll dabei der neuzeitlichen Intention nachkommen, die Menschen zur Selbstständigkeit im Denken gelangen zu lassen. Die Menschen sollen durch den Lehrenden zu einem sich überlassen an die Einsichtigkeit, Begründetheit und Folgerichtigkeit von Gedankengängen kommen. Walloff betont, dass der Lehrer geschichtlich zunächst missionarisch, dann religiös und konfessionell indoktrinierend wirkte. Immer agierte er später in sozialpolitischem Sinn tradierend, stabilisierend und legitimierend. Er wurde zum Funktionär des Staates, der Behörde, der Verwaltung. Zwei Fragen sind daher für Walloff von besonderem Interesse. Was bedeutete es einst in vergangenen Epochen, Lehrerin oder Lehrer zu sein? Und was bedeutet es jetzt, in der Gegenwart, Lehrerin oder Lehrer zu sein? Dabei ist es ausgemacht, dass die Schule selbst sich zu einer möglichen Selbstständigkeit im Denken, also hin zur Autonomie, entwickelt hat. Der Lehrende soll deshalb den jungen Menschen von Meinungen, Vorurteilen und emotionalen Voreingenommenheiten befreien und das eigene Denken und Bedenken auf den Weg bringen. Daher fordert Walloff zusammenfassend vom heutigen Lehrer insgesamt 7 Charakterzüge. Erstens Eruditivität, also umfangreiches Fachwissen. Zweitens Humanität, drittens Intellektualität, viertens Rationalität, fünftens Logizität, sechstens Autorität und siebtens Verantwortlichkeit. Grundlegend für Walloffs Begriff der Lehrenden ist die Definition als Mittler sachlicher Einsicht um der Wahrheit willen. Durch die kategische Noese, also auch durch das eigenständige didaktische Denken der Lehrenden, werden die Lernenden zum Denken und zur Selbstständigkeit im Denken geführt.
Dabei definiert Theodor Barlauf insgesamt 7 Charakterzüge, die den Lehrer ausmachen. Primär ist die Gelehrtheit, das Fachwissen des Lehrers, das Barlauf als Eruditivität bezeichnet. Auch Barlaufs Begriff der Menschlichkeit und Humanität spielt hier eine maßgebliche Rolle. Darüber hinaus zeichnet den guten Lehrer auch seine Vernunftbegabtheit, seine Intellektualität, Rationalität und Logizität aus, die sich in einer ausbalancierten Autorität verdichtet. Schlussendlich ist der gute Lehrer auch durch seine Verantwortlichkeit gegenüber den Lernenden gekennzeichnet. Theodor Barlauf hat in mehreren Publikationen eine umfassende Beschreibung des historischen und ihm zeitgenössischen Lehrerbildes entworfen, in dem es ihm vor allen Dingen um die kommunikative Vermittlung des Wissens durch die Lehrenden ging. Der Lehrende vermittelt den Lernenden durch den didaktischen Denkakt, die kategetische Noese, Einsicht in die Zusammenhänge, die ihnen davor verschlossen waren. Er befördert dabei die Selbstständigkeit ihres Denkens und führt sie zur Wahrheit hin, die indes durch den Dialog zwischen den Menschen ausgehandelt werden muss und nur annähernd erreicht werden kann. Barlaufs Begriff der Lehrenden lässt sich dabei in einer 7-stelligen Typologie zusammenfassen, die die Charakterzüge des Lehrenden ausmachen und ihn vor allem als wissendes, rationales und verantwortliches Individuum definieren, das die Lernenden zur Wahrheit führen sollen.